Was geht ab mit OZ Fighter Oster hier? Und sowohl auf der globalen Version als auch auf der japanischen Version ist nun über das Wochenende ein World Tournament online. Dementsprechend gucken wir uns gleich alle Informationen an zu den beiden Turnieren der Versionen. Um es kurz zu sagen, Freunde, Broly regiert weiterhin das World Tournament. Was meine ich damit? Broly hat es so oder so immer getan als AOE Damage Dealer. Ist wirklich ein sehr, sehr guter World Tournament Charakter. Aber auf der globalen Version, darauf wollte ich hinaus, haben wir jetzt nun quasi auch den physisch Broly. Und mit physisch Broly kann man sich wirklich sehr gute World Tournament Teams bauen, Freunde. Wir gucken uns gleich erstmal meine World Tournament Team der beiden Versionen an. Danach die ganzen Informationen und Details zu den Turnieren, wie gesagt. Aber an sich, wenn ihr euch fragt, wenn ihr euch informieren wollt, wie baut man World Tournament Teams, Freunde, dazu habe ich wirklich sehr viele Videos gemacht. Ihr könnt da am besten oder ihr schaut da am besten in meine Playlist World Tournament rein, Dokkan World Tournament, oder ich werde die ganzen, beziehungsweise ich werde auch die ganzen Links in die Beschreibung setzen. Denn die World Tournament Teams an sich, die unterscheiden sich ein wenig von normalen Teams. Das Setup ist natürlich Logo gleich wie ein normaler Team. Man nimmt jedes Skill und die Charaktere mit rein. Aber mit World Tournament Teams will man AOE Charaktere involvieren in das Team, die durch Keys supported werden und die quasi einen weiteren Support bekommen, sage ich mal, durch gewisse andere Charaktere, damit sie so schnell wie möglich die Runden schnell durch ihre Super Decks besiegen, denn sie machen ja mit ihren Super-Attacks, beziehungsweise treffen sie ja jeden Gegner direkt mit der Super-Attack, und so will man quasi einfach diesen Vorgang erleichtern und verschnellern, dass man quasi schnell Punkte farmen kann, damit man sich schnell einplatzieren kann. Nun, wie gesagt, am besten schaut in die Playlist nach, oder ich werde die ganzen Links in die Beschreibung setzen, oder an sich, wenn ihr bei sowas Fragen habt oder sowas suchen wollt, dann schreibt in dem Fall quasi einfach rein in die YouTube-Suchleiste OZE The World Tournament Team, und dann solltet ihr auf jeden Fall die Videos wissen. Mein World Tournament Team im Vergleich zum letzten World Tournament auf Global hat sich verändert wegen Physisch Broly, Leute. Physisch Broly ist ja der Full Power und Movie Boss Leader. Heißt, wir können ja auf Full Power und Movie Boss Charaktere zurückgreifen. Und er selbst ist ja ein AOE Damage Dealer. Was heißt das? Das heißt, er macht mit seiner Super Attack gegen jeden Schaden. Und das wollen wir so schnell wie möglich jeden Gegner raushauen. Zudem gibt er sich selbstständig Key plus 6. Also er ist wirklich ein sehr, sehr guter World Tournament Charakter. Gibt sich selbstständig Key, trifft direkt jeden. Also wenn er in die Runde reinkommt, dann ist das, dann tut er so, also dann tut er mehr oder weniger jeden One-Shotten, sag ich mal. Ihr könnt da natürlich auch noch LR Broly mit reinnehmen, beziehungsweise würde ich auf jeden Fall euch empfehlen, LR Broly mit reinzunehmen, wenn ihr ihn habt. Er hat auch AOE Damage, also trifft auch jeden mit der ersten Super Attack. Wenn ihr ihn nicht habt, könnt ihr Easy A Broly mit reinnehmen als Ersatz, sage ich mal. Ich habe diesen Boom mit am Start, er gehört nämlich zu der Full Power Kategorie, heißt, er gehört zum Leader Skill von Broly. Er trifft auch jeden mit seiner Super Attack, sorgt für Strength Orb, die er dann verwerten kann, und somit kommt er auch gut auf Key oder gut auf die Super Attack, sage ich mal. Ich habe dann einen Supporter mit reingeklatscht, das wäre in dem Fall Intales. Er gibt Key plus 3, Attack plus 20% für jedermann. Wenn ihr AGL Thales habt, könnt ihr natürlich ihn mit reinnehmen. Er gibt dann Key plus 3 Attack plus 40%, oder an sich gibt es wirklich gute Supporter in Movie Boss oder Full Power Kategorie. Also ihr könnt am besten Supporter mit reinnehmen, die Key geben, weil wir wollen ja, dass quasi die AOE Charaktere in dem Fall sind, dass die drei quasi auf ihre SAs kommen. Selbstständig tun das zum Beispiel physisch Blood oder Boo, aber ein Supporter wäre nicht verkehrt, der Key gibt einfach, wenn er in die Rotation reinkommt, dann ist es quasi ein Bonus, sei es für die Key oder Angriffboost. Und dann habe ich noch Jaco und Chaozu am Start. Viele wundern sich wahrscheinlich, warte mal, was machen die zwei da, wer ist das? Die gehören weder zum Leader Skill und so fort. Ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, wenn sie nicht zum Leader Skill gehören, denn die Aufgabe der beiden ist, dass sie einfach die Gegner stunnen. Wie machen sie das? Durch ihre Pässe, Freunde. Beide Charaktere, das sind SR-Charaktere eigentlich. Man kann sie aus sehr vielen Bannern ziehen. Falls ihr sie mal in der Zukunft zieht, dann behaltet sie. Beispielsweise für das World Tournament oder für Super Battle kann man sie auch benutzen. Warum? Denn ihre Passive ist bei beiden Maced on All Enemies. Diese heißt, also beziehungsweise das heißt, dass wenn sie in eine Runde kommen im Kampf, dass sie jeden Gegner für diese Runde stunnen, einmalig pro Kampf. Und dementsprechend helfen die beiden einfach nur aus, wenn die in die Runde kommen, dann sind alle Gegner gestunt und ihr könnt ruhig mit euren AOE Damage dann Schaden machen, und das ist einfach das Effektive und Effiziente. Ich habe auf die beiden, ich habe eigentlich ungern auf sie zugegriffen, weil in den letzten Mal habe ich auch gesagt, mir geht es darum, dass mein World Tournament Team so schnell wie möglich und so effizient wie möglich quasi die Runden besiegt, damit wir quasi das Erfarmen der Punkte uns erleichtern. Und die habe ich nicht mit reingenommen. Ich habe da zwei weitere Supporter mit reingenommen, weil ich wollte quasi, dass jeder so schnell wie möglich auf seine SAs kommt. Aber zum einen hat sie das dank dem Broly hier geändert, weil der ist übel selbstständig. Aber zum anderen auch tun sie ja genau das, was ich erwarte oder das, was ich wollte. Sie sorgen ja für Effizienz, weil wenn sie in die Runde reinkommen, dann greift kein Gegner an. Ihr müsst einfach nur mit dem AOE Damage Dealer ulten und
perfekt. Also was heißt perfekt, aber und in dem Fall schon perfekt, aber im Prinzip habt ihr dann quasi eure Super Attack rausbekommen und ihr habt quasi gegen jeden Gegner dann besiegt. Also in Sachen Effizienz helfen sie wirklich sehr gut aus. Worst Case Szenario wäre dann in dem Fall natürlich, wenn Jaco, Chaozu und Thales in der Rotation kommen, aber mein Gott, das passiert, das ist nicht schlimm auf jeden Fall. Dann ist halt eine Rotation, in der man mehr oder weniger nichts machen kann, aber in der nächsten die AOE-Damage wieder drin und gut ist. Als Trend könnt ihr in dem Setup zum Beispiel Elebrod oder Physisch Broly nehmen. Beide machen den Job auf jeden Fall gut. Dieses Team werde ich gleich mal auf einer Stage noch testen, nachdem wir uns die News angesehen haben, die Infos. Aber das Team sollte auf jeden Fall sehr gut funktionieren und meiner Meinung nach eines der besten World Tournament Teams auf jeden Fall, die in Sachen Effizienz. Jedenfalls auf JP sieht das Ganze folgendermaßen aus. Auf JP habe ich leider keinen Eleb Broly. Ich habe dafür aber Cell. Ich habe ja an der Stelle zuvor im letzten Turnier habe ich ein Transformation Boost Team gespielt, weil sowohl der Physisch Broly als auch Cell haben den Boost Leader Skill von ihm bekommen, als auch der EZA Broly, weil der zu Extreme Saiyan Charakter ist. Aber ich habe mich dafür dagegen entschieden diesmal. Ich habe Thales als Leader genommen, weil ich Thales auf JP habe. Zum einen, weil er ein Supporter ist. Und zum anderen bekommt dann leider aber nur Cell 50% Ki plus 3, aber das ist nicht schlimm, denn in dem Train dreht sich auch alles mehr oder weniger um Broly. Also Broly macht das Ganze aus, wirklich als Fred nämlich dann Physisch Broly oder LR Broly und die machen den Job auf jeden Fall gut. Hat mit Rosé noch einen weiteren Supporter und Jaco mit einem, der quasi jeden Stun. Warum habe ich hier an der Stelle kein Chaozu? Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn sicherlich mal gezogen, verkauft oder so, aber das war schon viel zu spät. Also wenn ihr Jaco oder Chaozu zieht in der Zukunft, dann behaltet sie auf jeden Fall. Gucken wir uns erstmal die Informationen auf der japanischen Seite an, dann gehen wir auf Global rüber und machen dann auch dann quasi eine Runde. Und zwar auf JP haben wir den Goku Black, den wir uns letztens angeguckt haben. Er ist die Preiskarte. Auf JP bekommt ihr ihn unter anderem, wenn ihr euch unter 20.000, also 20.000 und drunter einstuft, rankt. Und auf den lokalen Preisen gibt es ja Yamchu. Aber ihr bekommt jetzt das seit langem so auf JP, ihr bekommt die World Tournament Preiskarte, wenn ihr aus den Missionen, wenn ihr 23 Millionen Punkte erreicht. Und das wurde mit dem World Tournament auf Global heute auch hinzugefügt. Heißt denn, die World Tournament Preiskarte auf Global bekommt ihr auch mit 23 Millionen Punkte aus den Missionen. Aber ich würde an sich eigentlich empfehlen, so viele Missionen aus dem World Tournament mitzunehmen, wie es geht, weil die World Tournament Missionen geben gute Stones, gute Orbs, gute Statuen und so fort, also gute Ressourcen an sich. Goku Black haben wir uns angesehen, den würde ich gerne einmal haben auf JP, weil ich dementsprechend auf 23 Millionen Punkte auf jeden Fall grinden. Er hat nämlich ein Verteidigungsboost, jedes Mal, wenn er angegriffen wird, bekommt er 15% auf die Verteidigung, das Maximum 60%, aber das Bessere an ihm ist, er ist ein Supporter, er gibt den Time Travels Kategorie, Attack plus 20% und auf die Verteidigung 10% und den Future, der Future Saga Kategorie ebenso 20% auf den Angriff und 10% auf die Verteidigung, ist ein Charakter in beiden Kategorien, so bekommt er beides, also 40% Angriff und 20% Verteidigung, deswegen würde ich ihn gerne mir holen oder den werde ich mir auf jeden Fall holen, grinden für ihn. Und quasi showcasen, weil als Support ist wirklich sehr, sehr gut. Ansonsten die üblichen World Tournament News, Freunde. Der Boy hat ein Awakening bekommen, haben wir uns angesehen. Angriff 100% Keep Luster Ad Start glaube ich. Wenn er einen Super Attack macht, 100% auf die Verteidigung. Gar nicht mal so schlecht. Und sonst haben wir die World Tournament Banner, die GSR Banner, die Dragon Ball Saga Banner. Wie es so ist, Freunde. Wie gesagt, 20.000 und drunter bekommt ihr den Goku Black. Local Preis müsste dann quasi 100 und drunter sollte das sein für Yamchu grinden. Und auf der globalen Version haben wir dann die neue World Tournament Preiskarte Future Gohan. Es geht erst gar nicht mal so schlecht. Wir haben das 26. World Tournament. Jedenfalls. Unter anderem haben wir natürlich auch Daily-Missionen auf JP auch, auf Global auch. Wenn ihr quasi bis zu 5-mal World Tournament gewinnt, Daily, dann bekommt ihr bis zu 3 Stones. Also macht das auf jeden Fall, wenn ihr das könnt. Jedenfalls den Future Gohan bekommt ihr jetzt quasi ab heute, wo das hinzugefügt für den nächsten World Tournament, wird es auch so sein auf Global, dass ihr die Preiskarte aus der Mission bekommt, wenn ihr 23 Millionen Punkte erreicht. Super Saiyan Gohan Future, Super Intight. Jedenfalls durch die Pässe bekommt auch den Angriff und auf die Verteidigung 80%. Und zusätzlich Ki plus 2 auf den Angriff 50%, wenn er gegen einen Android-Kategorie-Gegner kämpft. Es geht, schlecht ist er nicht. Man kann ihn mitnehmen, sage ich mal. Ich glaube, mehr werde ich auch nicht machen. Auf Global werde ich alle Missionen mitnehmen wegen den Ressourcen. Und ich müsste nicht unbedingt für ihn grinden, also in den Ranked, in den Platzierungen. Aus der Mission würde mir einen erreichen, sage ich mal. Und ansonsten bekommt dieser Boy Ultimate Gohan ein Awakening bekommen. Nach seinem Awakening 7 World Tournament Medaille braucht ihr, bekommt er auf den Angriff und auf die Verteidigung 70%. Ki plus 3 zusätzlich Attack mit 30%, wenn die HP 50% und drüber sind. Er ist gar nicht mal so schlecht. Und sonst ist hier auch an der Stelle alles gleich geblieben, Freunde, mit den GSR-Tickets. Natürlich ändern sich die Feature-Charaktere immer, aber an sich World Tournament, SR-Tickets gibt es ja, GSR-Tickets, Banner gibt es ja und Dragon Ball Classic. Ansonsten gehen wir mal hier ganz kurz rein in das World Tournament. Ach ja, genau, ich habe nämlich kurz geguckt, ich wollte nach links gucken, aber das Ganze hat sich geändert. Und zwar, wie gesagt, Freunde, guckt ihr am besten mal rein. 20.000 und runter bekommt ihr den Gohan. Die Missionen sind mir da an der Stelle wichtiger, ob es da nicht viel wollte ich gucken, sondern bei den Rewards, genau.
Und die Rewards nehmen wir auf jeden Fall mit. Also was heißt auf jeden Fall? Ich würde Ihnen empfehlen, die Rewards mitzunehmen. Es ist wirklich sehr viel Kais, Grand Kais, Stones und so und so fort, Freunde. Am besten passt ihr aber dabei auch auf, dass ihr 20 Mal hintereinander erstmal gewinnt. Damit ihr, weil es gibt eine Mission, dass ihr müsst bis zu 20 Mal hintereinander gewinnen. Und wenn ihr dann beim 17. Mal oder so verkackt, dann kann das wehtun, weil ihr müsst dann wieder 20 Mal hintereinander gewinnen, dass ihr ganz, also die jeweilige Mission bekommt. Aber wenn ihr 20 Mal hintereinander gewinnt, dann ist auf 20.000 runter was, genau. Hab ich vorhin was anderes gesagt? 20.000 runter soll es gewesen sein. Aber wenn ihr die ganzen, also wenn ihr 20 Mal hintereinander gewinnt, dann habt ihr den Großteil der Mission schon gedeckt, sag ich mal. Genau, Freunde, dann würde ich mal sagen, hoppen wir noch ganz kurz in eine Stage rein, in die allererste Stage. Die ist am nervigsten, finde ich, weil man dagegen sehr viele Gegner kämpft. Ich bin noch gar nicht drin gewesen im World Tournament, aber das Team, was ich euch quasi gezeigt habe, werde ich nutzen. Entweder physisch oder duelle, Bro, die macht keinen Unterschied, nimmt irgendeinen der beiden. Item-technisch nehme ich hier zur Not einfach mal, ja, Items, ja, ihr seht, ich habe nicht so viele Items mehr vom letzten World Tournament. Items, die einfach die mir Kill geben, sage ich mal, zur Not. Und dann zur Absicherung mal Ghost Usher. Und genau, gucken wir uns dann das Ganze mal an, wie das Team dann funktioniert. Freunde, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, könnt ihr ganz auf jeden Fall gerne ein Like geben. Und falls ihr neu seid, Freunde, könnt ihr ganz auch gerne ein Abo geben, wenn euch das Ganze gefällt. Jede Unterstützung zählt und über jede mich auf jeden Fall dankbar. Vielen lieben Dank. Und genau, dieser King Vegeta ist zum Beispiel ein Bonus-Team. Das seht ihr, da sind Bonuspunkte am Start. Ansonsten müsst ihr immer gucken, dass er... World Tournament ist einfach nur gegrindet. Ihr müsst die ganze Zeit Punkte farmen, Punkte farmen, Punkte farmen. Und deswegen sind diese World Tournament Teams eben so wichtig, weil sie das Ganze erleichtern. Hier zum Beispiel, Chaozu ist in der Runde. Er hat jeden gestunt. Ich komme her mit meinem Broly. Und genau, der macht seine Super Attack und gut ist. Das war so mein Plan und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und die haben wir auf jeden Fall schon ausgelöscht, sag ich mal. Oder besiegt an der Stelle. Das ist so der Sinn und Zweck von den World Tournament Teams, Freunde. Wie gesagt, in den ganzen Videos gehe ich da auf jeden Fall näher drauf ein. Das ist meine Meinung, wirklich ein sehr gutes World Tournament Team. Hätte ich natürlich A, Geld habe, wenn ich ihn reinklatschen. Und wenn ich das so sagen darf, wäre das, glaube ich, auch, also ist in dem Sinne meiner Meinung nach, aber das beste World Tournament Team aktuell auf Global auf jeden Fall. Auf JP denke ich auch. So viel hat sich auf JP nicht verändert. Er ist einfach effizient. Guck mal, hier habe ich jetzt einen Jaco drin. Fertig. GG. Der hat die ganze Rotation gesandt. Ich bin halt so dumm, um die richtige Key anzuklicken. Was habe ich da gemacht gerade eben? Ohne Spaß. Ich... keine Ahnung, was ich... Keiner weiß. Ich habe... Hunger. Ich sag einfach mal, ich hab Hunger. Aber ja, jedenfalls, von der Effizienz her seht ihr, das geht auf jeden Fall richtig gut klar. Und das Team ist wirklich sehr, sehr gut. Und wenn man so eine wenn man die erste Stage schon so schnell schafft, auf jeden Fall, das spricht einfach nur für das Team, Freunde. Ihr könnt mich aber auch gerne wissen lassen, was für Teams ihr im World Tournament spielt. Es gibt wirklich viele Teams, sofern ihr die AOE Damage Dealer nutzt. Pure Saints Team kann man spielen, Resident Evil Team kann man spielen und so und so fort. Villains Team natürlich Logo. Und hier an der Stelle haben wir mal Buu. Lassen wir mal Buu hier machen. Dann sehen wir auch mal seine Super Attack und ob der alle umhauen kann. In dieser Stufe hört er so oder so alle rum. In Schwierigkeitsstufe 30 könnte es, ich habe es noch nie getestet, beziehungsweise ich glaube schon, dass physisch Brody da gut ankommt. Wenn er gegen Strength Crack natürlich kämpft, könnte das ein bisschen schwierig sein. Aber LL Brody macht jetzt einmal die Super Attack, also der hat da auch keine Bedenken. Und bei Boo wird das auch immer so. Also ich glaube, Stufe 30 wird er nicht jeden One-Shotten können, sage ich mal. Es sei denn, es fließt ein Crit oder so, oder ihr habt einen Crit gegeben. Aber wenn er gegen Agel-Charakter kämpft, Typen nachgedacht, darauf will ich hinauf. Glaube ich nicht, dass er ihn auf Stufe 30 one-shotten könnte. Jedenfalls, Freunde, so viel zu dem Informationen-Video. World Tournament, sowohl auf JP als auch auf Global Live. World Tournament werde ich die Tage grinden auf beiden Versionen. Ich würde auf beiden Versionen einfach nur die Charaktere haben. Meist 23 Millionen Punkte ist erstmal mein Ziel. Eventuell wird das Ganze gestreamt, Freunde. Schaut auf die Social Media Kanäle, der Link ist oder in die Beschreibung zum Streamplan. Damit ihr wisst, falls ich vielleicht live gehen werde, ist glaube ich auf spontan gesetzt am Wochenende, aber ich werde es euch dann in Social Media Kanälen wischen lächeln. Bevor das Ganze ausartet, Freunde, gehe ich aus Essen, wünsche euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß und ein schönes Wochenende und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.